Erstmal gucken wir uns aber noch hier im nördlichen Teil fertig um. Skenknochen. Oh, hier ist ein verlassenes Lager. Ah, sehr schön. Eine Ration. Das war jetzt Overkill. Der war tot, bevor Eda überhaupt rankommen konnte. Das wird der Xaure-Priester gewesen sein, dem das Zelt hier gehört hat. Okay, da geht es jetzt hier unten weiter. Ach ja, ich habe wieder viel Spaß in dem Spiel. Leute. That over there, that'd be the easy way to get to Defiance Bay. Before the floods, anyway. Okay. Tja, da ist die Brücke wohl weg. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seele jetzt dieses Mannes. Stimme aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen, die Seele erkunden. Du siehst ein mit Gefallenen übersätes Schlachtfeld. Der Tod ist überall und der Klang von Metall auf Metall schallt über den blutigen Boden. Die Schreie der Verwundeten hängen in der Luft, ab und an unterbrochen von den Totenglocken der nächsten Gefallenen. Dieser Mann ist auf der Flucht, aber vor was? Das kannst du nicht sehen. Er schnappt angestrengt nach Luft und seine Augen sind aufgerissen und voller Angst. Beim Rennen kämpft er mit einem blutverschmierten Waffenrock. Er zieht an dem Stoff, als ob er seine Haut verbrennen würde, und seine Verzweiflung äußert sich in kurzen, quäkenden Lauten, tief aus seinem Rachen. Sein Fuß bleibt an einem Arm hängen, der aus einem Leichenhaufen herausragt, um den er herumrennt. Er stürzt nach vorne, landet auf einem gefallenen Soldaten und schaut in dessen rote Augen, als er zurückkrabbelt und versucht, sich von der Leiche wegzustoßen, wird das Quäken lauter. Seine Hand rutscht auf der vom Blut geglitschigen Rüstung ab, er fällt zur Seite und landet auf seinem Rücken. Mit Wangen nass vor angsterfüllter Tränen beginnt er seinen Kopf zu schütteln. Er stemmt sich auf die Knie hoch und beobachtet das Feld mit aufgerissenen Augen, so schnell atmend, dass er hyperventiliert. Er stolpert weiter und greift sich wieder mit dem Händen an dem Waffenrock, während seine Augen wild umherstreifen und das Gemetzel um sich herum überschauen. Mit hektischen Fingern schafft er es endlich, sich den Waffenrock von der Brust zu reißen und ihn zu Boden zu werfen. Als er flieht, hallt ihm der Lärm der Schlacht noch immer in den Ohren wieder. Opfer des Krieges. Was hast du zu sagen? Sieh die Extra. Jo. Das ist nicht lang. Du siehst die Innenausstattung eines kleinen, dunklen Geschäfts. Die Regale sind mit verschiedenartigen Waren bestückt. Manche gewöhnlicher Natur, manche etwas exotischer. Dieser Mann geht lächelnd an den Regalen des Geschäfts vorbei und berührt die Gegenstände auf liebevolle Weise. Er manövriert sich durch die Gänge des Geschäfts, in dem er alleine ist. Er bleibt vor einem großen Schaukasten stehen, in dem sich das Modell eines großen Lindwurms befindet. Eine Plakette vorne am Schaukasten bietet genaue Informationen über sein natürliches Habitat, seine Nahrungsvorlieben und seine Paarungsrituale. Er geht von Schaukasten zu Schaukasten und lässt den auf sich wirken. Schließlich blickt er durch das Fenster vorne im Laden und sieht, dass die Sonne schon über den Gebäuden steht. Frühaufsteher gehen über den Markt, besuchen Geschäfte und bummeln auf der Suche nach Schnäppchen an den Ständen vorbei. Der Mann steht mit dem Rücken zu seinem Geschäft vor der Eingangstür und lächelt wieder. Schließlich sperrt er die Tür auf, öffnet sie und lässt die Geräusche des Marktes hinein. Also du warst im letzten Leben Händler. Okay. Dich könnten wir auch theoretisch beklauen. Gut, bleibt nur das Fitzelchen hier. Und da sind die beiden Plünderer. Beziehungsweise, da waren die beiden Plünderer. Cool, das bringt mich aufs nächste Level. So, einfach alles einsacken.
Noch mehr Plünderer. Okay. Um das durchweichte Holz des Schiffswracks herum haben sich Männer und Frauen versammelt, die in Mitte des Treibholzes und der Trümmer schlammiges Tafelsilber, verschimmelte Kleidung, angeschlagene Töpfer waren und alles andere aufheben, das sie sehen. Also, die Snares richten sich alle Augen auf dich. Die Gruppe tauscht nervöse Blicke aus, bis letztendlich eine Frau in schlammiger Kleidung vortritt und zu sprechen beginnt. Wo sind Brettal und Teran, wie sie wissen? Sie sind eben erst diesen Weg entlang gegangen und wir hörten Kampfgeräusche. Während sie auf deine Antwort wartet, kneift sie die Augen zusammen und fährt eine Hand zum Messer in ihren Gürtel. Wer? Meine Cousins, sie waren weiter oben am Weg und hielten nach. Anwim verstummt, als sie den Weg entlang schaut, wie du gekommen bist. Schwierigkeiten ausschau. Sie haben uns angegriffen, wir handelten in Selbstverteidigung. Du hast sie umgebracht? Du siehst, wie Anwim Tränen in die Augen schießen, bevor sie ihr Gesicht in ihren Tränen vergräbt. Die Männer und Frauen um sie herum gehen einen Schritt zurück und betrachten dich vorsichtig. Anwim schaut auf und wischt sich die Augen ab. Du sprichst von Selbstverteidigung, nur wir verteidigen uns gegen diesen Sturm. Sie erhebt die Stimme und ihr Gesicht rötet sich vor Erregung. Die Fluten haben unseren ganzen Bauernhof zerstört und es ist nichts geblieben, gar nichts. Nichts zu essen, kein Dach über den Kopf und jetzt sind auch meine Cousins tot. Sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Wir möchten nicht gegen dich kämpfen, wir haben schon genug verloren. Bitte lass uns einfach nur in Ruhe. Wir kamen hierher, um verschwundene Fracht aufzuspüren. Wir hielten deine Cousins für Plünderer. Sie blitzte unglaublich. Plündern? Aber das ist ein Frack, welchen Wert könnte es schon haben? Alle Männer und Frauen wenden sich mit ihr mit ängstlichen und besorgten Gesichtern zu. Bitte, wir brauchen diese Vorräte wirklich dringend. Der Sturm hat uns alles genommen. Wir möchten ja nicht stehlen, aber wir sind bettelarm. Sollen wir diese Waren einfach auf dem Wurz des Flusses sinken lassen? Ungeachtet eurer Not steht ihr hier von Perigund. Vielleicht könntest du dahinterhin berichten, dass außer Treibholzstücken nichts gefunden hast. Visier wird das dann so klingen, als hätte der Fluss alles fortgespült. Davon abgesehen, wie viele Kupferstücke könnte sie schon mit dem Verkauf dieser verrotteten Kleidung und beschmutzten Waren verdienen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Sie seufzt und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Du bist das erste Gute, das uns seit sehr, sehr langer Zeit widerfahren ist. Hanwen schnippt mit dem Finger einen ihrer Kameraden zu und deutet auf einen Haufen in der Sonne getrockneter Vorräte. Wir haben nicht viel, aber bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Und weg sind sie. Wir haben einen Einsiedlerhut. Ah ja. Der macht. Passt dir doch sicher wie angegossen. Nein. Sieht seltsam aus. Aber dir steht er. So. Wir sind jetzt wohltätig, leidenschaftlich und ehrlich. Ah ja. Und ich habe Punkte für einen Stufenaufstieg für Hagrim und Itter. So, natürlich Mechanik und das war's dann auch schon. Schnelle Zielerfassung. Die Feuerrate. Teuflischer Schütze. Pfeilsinn. Sinn des Raubtiers. Verteidigungsbündnis. Die empathische Verbindung zwischen dem Waldläufer und seinem tierischen Gefährte fördert einen übernatürlichen Sinn für bevorstehende Gefahren, wodurch beide einen erheblichen Bonus auf Verteidigung erhalten, wenn beide einem Angriff im gleichen Wirkungsbereich zum Opfer fallen. Nicht so wirklich. Verbindung der Pirschjäger. Die große Erfahrung im gemeinsamen Kampf ermöglicht es dem Waldläufer und seinem tierischen Gefährten, als effizientes Team zu kämpfen.
Feinde, die vom tierischen Gefährten angegriffen werden, werden flankiert, wenn der Waldläufer eine Fernkampfwaffe ausgerüstet hat und sich gegenüber dem Ziel befindet. Pfeilsinn, Abwehr gegen Fernkampf. Der Waldläufer kann seine Fernkampfwaffe im Nahkampf nutzen, wodurch er einen Bonus auf Genauigkeit von Fernkampfwaffen gegen ein vom Waldläufer im Nahkampf angegriffenes Ziel erhält und sichergestellt wird, dass jeder kritische Treffer eine Reaktion hervorruft, die jegliche Kampfhandlung auflöst. Kann eine Fernkampfattacke. Pfeilsinn. Schnelle Zielerfassung. Angriffsgeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit. Minus 7 Genauigkeit. Und das hier macht die Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit runter. Macht aber 10 Genauigkeit und mehr Fernkampfschaden. Auch nicht so toll. ...1,5 Schaden gegen Ziel, die von Zeitschaden. Ich mach mal das hier, den Pfeilsinn. Keine neuen Talentfreischaltungen. Also erledigt, wir sind Stufe 5. Ja. Gesprächspartner der Ruhelosen. Achso, das war die neue Dingsfähigkeit. Okay, was geben wir dir? Du könntest mehr Athletik gebrauchen, aber auch mehr Überleben. Nehmen wir mal Überleben und Wissen. Ne, Wissen brauchst du nicht so dringend. Ne, ich glaube, wir erhöhen Athletik bei ihm mal wieder. Energische Verteidigung. Waffenspezialisierung. Ah, cool. Sicherer Schütze, disziplinierte Beschützerhaltung. Der Kämpfer wird in Reihe seine Energie für Verteidigung von Verbündeten. Verringert die Genauigkeit, steigert jedoch die Abwehr Verbündeter in der Nähe. Nein. Rein ins Getümmel. Der Kämpfer stürzt sich in die Schlacht und zieht einen Feind in unmittelbare Nahkampfentfernung. Zweimal pro Begegnung, Geschwindigkeit, Reichweite. Aha. Diszipliniertes Bombardement. Achso, Genauigkeit für 17 Sekunden gesteigert. Der Kämpfer wird wild entschlossen. Alle Verteidigungen plus 20, das klingt auch nicht schlecht. Knüppel, Seele, Säbel, das wäre eigentlich auch die beste Variante. Waffenspezialisierung Raufbold, weil er ja Säbel benutzt. Deswegen Waffenspezialisierung Raufbold und gut ist. Hm. So, jetzt müssen wir der einen Frau da sagen, dass wir ihre Sachen verschenkt haben. Die stand hier, genau. Als du dich näher springt Perik und auf die Füße. Mein hilfsbereiter Fremder kehrt zurück. Konntest du schon etwas finden? Selbst wenn du nur noch Treibholz gefunden hast, allein zu wissen, dass diese Plünderer bekommen haben, was sie verdienten, würde mir schon die Stiefelhosen anfeuchten. Also ja, sie haben bekommen, was sie verdienten. Ich habe das Wrack durchsucht, aber nichts Rettenswertes gefunden. Den Rest muss das Wasser fortgespült haben. Bergund tritt ihre Fußspitze mehrmals in die Erde. Das hatte ich fast erwartet. Naja, trotzdem danke für deine Unterstützung. Jetzt muss ich mir wohl überlegen, wie ich mir meine Investition zurückholen kann. Sie hört endlich auf, mit dem Fuß auszutreten und stößt einen langen Seufzer aus. Danke, dass du es probiert hast. Wenn du mal wieder in Trostbuch bist, dann schau in meinem Geschäft vorbei. Ich kann jeden Kunden gebrauchen. Und weg ist sie. Haben wir jetzt einen Punkt auf Verlogenheit gekriegt? Wahrscheinlich ja, oder? Nein, wir sind immer noch wohltätig, leidenschaftlich und ehrlich. Vielleicht haben wir eins auf ehrlich verloren. So, das gibt aber
Level-Ups für die anderen drei Charaktere. Du brauchst auf jeden Fall Athletik, und zwar viel. Ja, nicht ganz so übertrieben. Steigern wir auch mal Überleben. Neue Zauber. Schutzkreis. Erzeugt einen großen Bereich der göttlichen Urpute, in dem alle Verbündeten einen Bonus auf alle Verteidigungen erhalten.